Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein ganz, ganz besonderes Video. Und zwar schauen wir uns heute ein bisschen das neue Game Pack von The Sims 4 an. Und zwar The Sims 4 Reich der Magie. Ihr wisst ja, ich bin absolut verliebt in Harry Potter und alles, was mit Magie zu tun hat. Deshalb habe ich meinen Zauberstab natürlich auch bereitlegen. Und deshalb ist dieses Pack ja eigentlich wie für mich gemacht. Und viele von euch haben mich gefragt, Nina, wie findest du das Pack eigentlich? Was sagst du dazu? Und genau deshalb wollen wir uns das Pack heute mal anschauen. An dieser Stelle natürlich vielen Dank an EA, dass ich mir dieses Pack vorab anschauen darf und danke für die Unterstützung. Um keine Zeit zu verlieren, werden wir jetzt ganz schnell anfangen. Los geht's. So, ich bin plötzlich zur Katze geworden. Ich habe vorhin extra einen Screenshot von dem Startbildschirm gemacht, weil ich da noch nicht aufgenommen habe, weil ich euch das nicht vorenthalten wollte. Und zwar ist das hier der Startbildschirm, wenn ihr das Spiel startet und das Spiel das erste Mal installiert habt. Also, erkunde die Nachbarschaft. Eine unwirkliche Welt erwartet dein Sim und wenn du auf das geheime Portal stößt, warten an jeder Ecke mysteriöse Entdeckungen auf dich. Erlerne die Künste, lerne selbst oder lass deinen Sim unterrichten, wie man Sims miteinander kämpfen lässt, sie in Dinge verwandelt oder Essen herbeizaubert. Braue trinkbare Zaubertränke, um Liebe zu säen, unerwünschte Flüche zu beseitigen oder ewig zu leben. Hol dir einen Begleiter, das finde ich so toll. Beschwöre einen Drachen, eine Fee oder einen anderen zur Persönlichkeit deines Sims passenden Begleiter zu seinem persönlichen Schutz herauf und gib ihm einen kreativen Namen. Trage bezaubernde Outfits, lass dich mit passenden Outfits in magische Stimmung versetzen, sammle Zauberstäbe und Besen, um den Look abzurunden und dekoriere deine Zimmer mit zauberhaften Objekten. So, und jetzt starten wir wirklich mal los. Und zwar bin ich jetzt hier im Create-a-Sim-Modus. Das hier ist Cosmo, unsere kleine schwarze Katze. Ich dachte, wenn es schon um Magie geht, dann brauchen wir auch eine Katze. Deswegen gibt es jetzt hier den kleinen Cosmo. Aber was uns natürlich brennend interessiert, ist dieser Icon hier. Und zwar gibt es jetzt hier den Button Zauberer hinzufügen. Darauf werden wir natürlich drücken und haben jetzt hier einen Herrn. Den möchte ich aber nicht. Ich möchte gerne Frau. So, 3 Milliarden Jahre später habe ich es jetzt endlich mal geschafft, einen Sim zu erstellen, der mir gefällt. Und genau, wir werden uns jetzt als erstes die Frisuren angucken. Ich werde das allerdings wieder im Zeitraffer machen, weil das, was mich interessiert, ist immer eher das Gameplay. Ich will euch aber dennoch einen Überblick darüber geben, was es alles Neues geben wird. Deswegen machen wir das jetzt ganz schnell im Zeitraffer. So, das waren also alle Create-a-Sim-Teile, die es neu gibt. Ich muss sagen, ich finde viele Dinge sehr schön. Also ihr seht ja auch jetzt, ich habe bei ihr den Pulli genutzt und bei ihm habe ich die Schuhe und das ganze Outfit genutzt. Also ich muss sagen, da kann ich diesmal wirklich nicht meckern. Was mich aber jetzt schon extrem stört und ich hoffe, da kommt noch mal irgendwie ein Patch oder so raus, dass sie die ganze Zeit diese Kugel rumwirbeln. Also beim ersten Mal ist es cool, beim zweiten Mal vielleicht auch noch, aber die machen das ja wirklich
die ganze Zeit. Und das stört so ein bisschen, wenn man sich Farben oder so angucken will. Wahrscheinlich konntet ihr jetzt vieles auch nicht ganz so gut erkennen, weil die dauernd diese Lichtkugel durch die Gegend gewirbelt haben. Aber das ist nur eine Nebensache, das ist ja auch nur im Create-A-Sim. Kinder haben natürlich mal wieder nichts abbekommen, das habe ich mir aber schon fast gedacht. Aber was sie abbekommen haben, ist, dass wenn ich jetzt hier auf Genetik-Experiment drücke und sie quasi mit der Hexe verwandt ist, dann ist sie automatisch auch eine Hexe. Also dann kriegt sie auch automatisch hier dieses Zeichen. Das finde ich sehr cool. Jetzt gucken wir mal, ob es neue Merkmale gibt. Nee, leider nicht. Also ich habe zumindest jetzt nichts gefunden. Falls ihr irgendwas anderes gehört habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich habe jetzt nichts gefunden. Gibt es ein neues Bestreben? Sieht so aus. Ja. Zaubertrankproduzentin. Dieser Sim möchte jedes Zaubertrankrezept lernen und zubereiten. Und dann kriegt man als Zusatzmerkmal Sammlerin. Sammler können häufig seltene Sammelobjekte finden. Ah, und hier bei Wissen ist auch noch was. Da. Zauberkunst und Hexerei. Dieser Sim verfügt über ein umfangreiches Wissen der arkanen magischen Künste. Und da kriegt man dann das schnelle Lernerin-Merkmal. Okay, das sind also die neuen Merkmale bzw. Bestreben und die neue Kleidung. Jetzt werden wir natürlich noch ins Gameplay rüberspringen. Aber ich werde erstmal die Outfits fertig machen, weil ich liebe die voll. Ich finde die beiden sehr, sehr schön. Okay, ich hatte gerade ein bisschen technische Probleme, aber meine Sims sind jetzt fertig und wir sind jetzt bereit, um in die neue Welt einzuziehen, die sich Glimmerbrook nennt. Ich bin wirklich mega gespannt. Oh, wie schön mit dem Buch. Ich freue mich sehr. Ich bin ganz verliebt in unsere Sims hier. Also ich überlege, ob wir nicht eine Miniseries daraus machen sollen. Okay, das hier ist unsere Map. Nicht sonderlich groß, aber das habe ich jetzt auch nicht erwartet bei einem Gamepack. Hier gibt es eine Bar. Hier, also ich kann das gerade nicht ganz angucken, was da los ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Bar. Und zwei Häuser und ein leeres Grundstück und noch eine Angelhütte. Und das ist dann das Haus, was jetzt jeder in seiner Preview benutzen wird. Aber das ist halt das Einzige, was wir uns leisten können. Deswegen nehmen wir das natürlich jetzt und wir nehmen es auch möbliert. Ich hoffe, da waren zwei Schlafzimmer, weil das habe ich natürlich jetzt nicht gelesen. Aber wir werden das jetzt herausfinden. Ich bin wirklich mega, mega gespannt, wie die Magie funktioniert hier in diesem Spiel. Yay, wir haben zwei Zimmer. Nee, doch nicht. Hä? Okay, wir haben keine zwei Zimmer, aber das Haus ist auf jeden Fall, kann man ausbauen. Das ist jetzt deren kleines Hütchen. Die können ja auch erstmal zusammen in einem Bett schlafen. Ich meine, das sind Bruder und Schwester, das ist dann nicht sonderlich schlimm, dass die in einem Bettchen schlafen. Malte hat den Staubsauger an. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir auf sie draufdrücken. Dann gibt es jetzt einen neuen Reiter, wie ich immer so schön sage, der Magie heißt. Und wenn wir da draufdrücken, dann können wir einmal einen Begleiter wählen. Also noch nicht, aber könnten wir, wenn wir einen hätten. Magie üben und wir können das Zauberbuch öffnen. Das machen wir natürlich jetzt erstmal. Au! Okay, cool. Zauberbuch von Cecilia Wilkins. Ach so, sie heißt übrigens Cecilia und er heißt Eddie. Irgendwie fand ich den Namen voll cool. Ohne sein zuverlässiges Zauberbuch ist jeder Magier aufgeschmissen, denn darin ist von Zauberformeln über Rituale bis hin zu Elixieren sein gesamtes erworbenes Wissen aufgezeichnet. Ein Magier kann neue Zaubersprüche und Zaubertrankrezepte erlernen, indem er magische Folianten liest, mit Weisen spricht und das Zaubern übt. Ich muss mal eben meine Zahnspange rausmachen. Weil irgendwie stört die mich gerade voll. Die Schulen der Magie. Das Wesen eines Magiers wird durch alles bestimmt, was er lernt und studiert. Was für eine Art Magier bist du? Und das müssen wir jetzt wählen, oder wie? Vor funktionale Magie, schelmische Magie, ungezähmte Magie oder die Alchemie? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wie cool! Funktionale Magie. Die funktionale Magie umfasst alle hilfreichen und nützlichen Zauber. Das Leben ist viel einfacher mit ein bisschen Magie. Also das sind dann die Zaubersprüche, womit man sich im Alltag das Leben ein bisschen leichter machen kann und sowas. Also hier zum Beispiel Pflanzenschutz, Reparatur, Blitzblank, Köstlichkeit und so. Also alles, was mit dem Alltag so ein bisschen zu tun hat. Dann gibt es Heimkehrer und Übergangsritual. Dann gibt es die schelmische Magie. Wer schelmische Magie praktiziert, liebt nichts mehr, als andere mit seinen magischen Scherzen zu verhöhnen. Warum immer alles so ernst nehmen? In Verzweiflung stürzen, in Delirium versetzen, Zorn, Betörung, Liebesgut verwandeln, seltsam. Und dann gibt es noch die ungezähmte Magie. Ein ungezähmter Magier praktiziert ausschließlich sehr mächtige und unkontrollierbare Zauber. Muss ich ja nochmal sagen. An meine Getränke denkst du nicht, aber Hauptsache Daily Wildberries dabei. Hab ich gerade entdeckt. Deswegen war es ja so schwer. Ja, Hauptsache Alkohol ist dabei. Ich dachte, wir trinken mal so ein Gläschen. Ja.
Kannst du aber gleich ein Gläschen Eistee bringen? Magie ist eine Macht, die es zu bezähmen gilt. Ah, hier kann man ein Inferno machen, oh mein Gott. Zischender Blitz, Ruf der Geister, Chilio, Gedanken kontrollieren, Körperfizierung, Fluchaustreiber und die Duplikation. Aha. Und dann gibt es noch die Alchemie. Ein Lehrling der Alchemie studiert Zaubertränke, Elixiere und Tonika aller Art. Welche Macht vermag ein fähiger Magier zu entfesseln? Zaubertrank, großes Glück, Zaubertrank. Oh, cool. Also das hier sind die ganzen Zaubertränke, die man dann machen kann. Oh, das sind ziemlich viele. Sehr cool. Und genau, das war das Zauberbuch. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal eine Runde Magie üben. Oh, und wir können spezialisieren, was wir üben wollen. Ich glaube, Cecilia wäre so die Hexe, die die funktionale Magie übt, um ja in ihrem Alltag besser klarzukommen. Und Eddie ist übrigens ein Teenager, er ist noch nicht erwachsen. Und ich glaube, er ist einfach noch ein bisschen verrückt in seinem Kopf. Deswegen würde er natürlich eher die schelmische Magie üben. Und das machen die zwei jetzt einfach mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool ist das? Davon muss ich natürlich erstmal ein paar Bilder machen, weil, wow. Ich finde, Cecilia sieht aber auch einfach so cool aus. Oh mein Gott, Reich der Magie heißt das. Guck mal, wie cool. Dankeschön. Guck mal. Hammer. Cool. Ja, oder? Das ist Cecilia und das ist Eddie. Und die Katze Cosmo. Hä? Ja, hätte ich auch machen können, aber es wäre ja viel zu einfach gewesen. Ja, das ist ein guter Hinweis von Malte. Er meinte gerade, ich dachte, du nennst sie wie bei Harry Potter. Aber irgendwie, das wäre ja doch viel zu einfach gewesen, oder nicht? Das wäre doch viel zu offensichtlich. Und ich bin mir sicher, das machen noch ganz viele andere. Deswegen bin ich nicht diejenige, die es macht. Wow, das sieht sowas von cool aus. Aber ja, vielleicht können die ja so hier in diese Welt einziehen oder so. Oh, ich plane gerade voll die Sachen. Aber wenn ihr Lust auf eine Miniseries von den beiden habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich bin ja jetzt bald 2 Wochen im Urlaub ab dem 14. Und dann könnte ich ein paar Videos davon vorproduzieren und die kommen dann einfach, während ich im Urlaub bin. Das wäre doch cool, oder? Okay, ich liebe die Art, wie die Magie funktioniert. Ich liebe die Animationen, wie die dann immer so nach vorne gehen. Eddie hat einen neuen Zauber entdeckt. In Delirium versetzen, oh mein Gott. Okay, und das bedeutet, greife in den Kopf eines Sims und bringe seine Gedanken durcheinander. Und sobald Cecilia jetzt auch noch einen Zauberspruch gelernt hat, würde ich sagen, dass wir... Oh, da sind schon Leute. Dann müssen wir gar nicht warten, bis Cecilia was gelernt hat. Das hier ist die liebe Kaya Fierro. Und die werden wir jetzt mal in ein Delirium versetzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt ist sie so voll bedeppert. Wow. Ich lieb's. Ich lieb's sehr. Cool. Und ich gucke jetzt mal eben hier in den Create a Sim-Modus und schau mal, was wir hier alles für neue Objekte haben, die was machen. Also mich jucken immer nicht so diese ganzen neuen Betten, auch wenn die ziemlich cool aussehen und diese ganzen neuen Bänke, sondern sowas hier juckt mich. Kessel. Oh mein Gott. Und damit können wir einfach kochen. Für alle Magier, die ihre Karriere gerade erst beginnen, diese preisgünstige Variante ist hervorragend geeignet, um deine eigenen Mischungen auszuprobieren. Hinweis, wir übernehmen keine Garantie, die mit dem Kessel zu betreiben. Ah, damit kann man Zaubertränke herstellen. Wir nehmen einfach mal erstmal den billigen und den stellen wir uns hier hinten in den Garten und gucken dann, was wir damit machen können. Dann gibt es hier noch Spiegel, Teppiche. Die finde ich auch ziemlich cool. Die habe ich gerade schon hier an der Wand gesehen. Diese getrockneten Pflanzen. Oh mein Gott, wie schön ist das denn? Guckt euch mal diese Wiege an. Oh mein Gott, die ist ja wunderschön. Jetzt will ich ein Baby bekommen, also in Sims. Luxuriöse Zauberstabvitrine. Lass dich von dem schlichten Äußeren nicht täuschen. Diese Zauberstabvitrine wird aus dem Holz der alten Bäume von Glimmerbrook gefertigt und von einer Generation großartiger Magier an die nächste weitergegeben. Präsentiere deinen Lieblingsstab voller Stolz und mit der Gewissheit, dass das Wissen mehrere Generationen an dich weitergegeben wurde. Ach, es gibt ja auch dieses Portal. Woher weiß ich denn, wann das kommt und wo es kommt und was es tut? Oh. Ich glaube, ich habe das jetzt irgendwo platziert. Ich möchte, dass sie auch mal jetzt einen Zauber kennenlernt. Ah, nee. Oh, Eddie hat einen neuen Zauber entdeckt. In Verzweiflung stürzen. Eddie.
Irgendwie steht Eddie eine rosigere Zukunft bevor als Cecilia. Ich lass Eddie das jetzt auch mal eben hier an dieser Person ausprobieren. Das ist Elphaba. Und wir werden ihr jetzt mal eben ein bisschen Verzweiflung schenken. Ist die funktionale Magie schwieriger? Ist das eine Hexe? Ich glaube, das ist eine Hexe, Leute. Hoffentlich verhext sie uns nicht zurück. Oh. Ob das ein Fehler war, Eddie? Und jetzt? Ist das. Ich habe Angst, dass ich gleich mal irgendwie jemanden töte oder so, aus Versehen, weil ich Dinge tue, wo ich nicht weiß, was die Konsequenzen sind. Okay, ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm sein. Hier kommen auf jeden Fall gerade ganz viele Nachbarn, die uns begrüßen wollen. Und ja, Cecilia kann gerade irgendwie nicht weiter. Also es passiert bei ihr nicht so wirklich was, wenn sie übt. Deswegen wird sie jetzt mal hier ein bisschen experimentieren. Sie kann hier Macaroni und Käse zubereiten. Wie cool ist das denn? Vielleicht sollten wir so einen Kessel für Katie kaufen. Bei der Rags to Riches Challenge. Wow. Oh mein Gott, das nenne ich mal einen Kochlöffel. Seht ihr die da hinten? Die sind mal noch im Delirium. Oh mein Gott, es tut mir leid. Sind das hier irgendwie alles Pfadfinder? Was ist passiert? Willkommen in der Nachbarschaft. Ja, sorry, Bro. Ich will aber gar nicht willkommen geheißen werden. Oh mein Gott! Hier als Begleiter an dich binden. Aber ich möchte, dass Cecilia das macht, weil Cosmo soll Cecilias Katze sozusagen sein. Deswegen soll sie ihn an sich binden. Aber wir gucken uns jetzt mal hier die Townies an. Das hier ist Minerva McGonagall. Nein, Spaß. Charm. Und das ist Grace in Nancy. Und Tomix Colette und Daryl Charm. Wow, die sind alle richtig cool. Die bräuchten alle ein bisschen CC, aber sind schon cool. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Cecilia keine besonders gute Hexe sein wird. Denn bis jetzt ist noch gar nichts bei ihr passiert. Bei Eddie ist schon richtig viel passiert. Aber sie wird jetzt erstmal hier Cosmo als Begleiter an sich binden. Oh. Und Eddie kann dann nämlich irgendwie so einen Drachen oder so, was es da alles noch gibt, als Begleiter an sich binden. Und danach, wenn wir das gemacht haben, dann werden wir uns die Stadt mal ein bisschen hier angucken, was es hier alles so gibt und was wir entdecken können. Okay. Cosmo Wilkins ist nun als Begleiter an Cecilia Wilkins gebunden. Okay, und wenn ich jetzt hier auf Begleiter drücke, Begleiter freigeben, aha, und Begleiter raufbeschwören, was macht das? Ist das dann, wo der dann so neben mir hängt? Cosmo. Kann ich mehrere machen? Was hat das jetzt getan? I don't understand. Aber sie hat auf jeden Fall einen aktiven Begleiter. So, und jetzt werden wir uns mal die Stadt hier ein bisschen angucken. Sie kann in der Zeit noch ein bisschen weiter die funktionale Magie üben. Und Eddie, ja, chillt einfach da ein bisschen rum. Aber wir gucken jetzt mal, was hier um uns herum ist. Also ich finde die Stadt mega schön, was der erste Eindruck jetzt so ist. Dieser Fluss ist so, so hübsch. Das ist genau mein Ding. Da möchte ich mal Urlaub machen. Und, oh, yay! Cecilia hat auch endlich mal einen Zauber entdeckt. Sie kann jetzt reparieren. Ich liebe es, wenn du neue Zauber lernst. Unsere Katze spricht mit uns. Süß. Ja, also das sieht auf jeden Fall mega, mega schön aus. Guck mal, wie das Wasser dagegen spritzt und so. Sehr, sehr cool. Und wenn wir dann hier unten weitergehen, dann ist hier so diese Brücke. Und das Wasser fließt hier weiter runter. Und hier sind so ein paar Bänke und so. Hier kann man überall angeln auch. Das finde ich sehr schön. Cool. Oh! Oh! Oh, aber da kann man leider nicht hin. Wie schade, aber wie cool! Guck mal, da ist so ein kleiner Steg mit einem Boot. Das wäre cool gewesen, wenn man da hätte hingehen können. Oh mein Gott, ich habe Leute. Ich habe was entdeckt. Aber erstmal gehen wir so ganz langsam hier so lang und gucken uns das weiter an, was es hier so gibt. Und dann sehen wir das. Oh mein Gott. Und guckt euch mal bitte, guckt mal über das Portal hinweg. Guckt euch diese Stadt an. Diese Aussicht. Das ist ja mal. Oh mein Gott, hier ist ein Wasserfall. Wow. Aber dann würde ich behaupten, dass wir uns jetzt nach hier hinten begeben. Wo war es denn noch gleich? Irgendwo hier unten. Hier und durch das Portal gehen. Ich finde das sehr cool, dass es eine Welt ist, wo man überall lang gehen kann, quasi. Okay, wir werden natürlich mit allen dorthin reisen. Und was ich auch cool finde, guck mal, man muss hier so quasi durch den Fluss,
um durch das Portal zu reisen. Was mich auch interessieren würde, ist, wenn man kein Magier ist, kann man dann da durchgehen? Das ist noch so eine Sache, die mich beschäftigt. Eddie ist jetzt beim Portal angekommen und wir werden uns nun wagen, durchzugehen. Der wirbelnde Strudel scheint in ein Reich jenseits unserer Realität zu führen. Traust du dich, die Schwelle zu überschreiten, Portal betreten oder zurückkehren? Obviously! Oh mein Gott! Es geht los. Und jetzt kommen wir nämlich in die Magiewelt quasi. Also es gibt ja so zwei neue Welten, theoretisch. Puh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir sind da. Die anderen sind jetzt doch mitgekommen. Ich dachte, irgendwie klappt das nicht. Ich mach mal eben die alles hoch und dann gucken wir uns das an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Meine Güte. Oh mein Gott, ich fange wirklich gleich an zu weinen. Wer hat sich das ausgedacht? Wer? Wie kann man denn so viel Fantasie haben, so kreativ sein, dass man sich sowas ausdenken kann? Ich bin völlig baff. Die Welt ist ja mal so unfassbar schön. Sorry, ich muss gerade erstmal klarkommen. Hier gibt es auch ganz viele Portale. Also ich weiß nicht, ob man jedes Mal hier rauskommt. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal. Ah, okay. Um dann darüber zu kommen, müssen wir immer durch dieses Portal gehen. Also wenn wir dann hier durch das Portal gehen, dann kommen wir hier rüber in die Zauberallee. Sozusagen die Winkelgasse. Und das hier, ist das ein Haus? Oder? Also man kann hier auf jeden Fall übernachten. Nee, doch nicht, es war kein Bett. Das ist dann wahrscheinlich wie so ein bisschen wie Hogwarts. Nein, aber hier kann man so ein bisschen alles üben, was mit der Magiefähigkeit zu tun hat. Hier sind ganz viele Bücher. Ah, da können wir auch nach Folianten suchen. Das ist nämlich, das habe ich ja auch eben gelesen, wie man die Magie verbessern kann. Oh mein Gott. 1001 Tricks für deine Begleiter. Deinen Begleiter. Berühmte Zauberer der Geschichte, eine Welt ohne Magie. Harald Töpfer und das Wesen der Schatten. Oh mein Gott, ist das geil. Erlebe die Abenteuer der jungen Magierin Dali Potter und ihrer Freunde Harmony Ginger und Rowan Measley und lüfte mit ihnen das Geheimnis der geheimnisvollen Kammer unter der Turnhalle der Highschool. Ich kann nicht mehr. Wie geil ist das denn bitte? Dann gibt es noch Ich liebe Besen, Kochen mit Partikeln, wie Hexen verhexte Hexen. Und Zauberstäbe des Verlangens. Wie? Ich komme nicht klar. Das ist so geil. Props an EA. Das ist sowas von Hammer. Einfach wirklich Hammer. Wow, ich komme gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Ich finde es bis jetzt, gefällt mir richtig gut. Okay, hier sind noch ein Kessel. Vielleicht sollten wir mal hier rüber in die Zauberallee gehen. Und sie soll eigentlich auch mitkommen. Ich weiß nicht, ob die automatisch mitgehen. Vielleicht kann man da ja was kaufen, was dann mit der Magie zu tun hat. Wir werden sehen. Hört ihr dieses ganze Geräusch? Wow. Ich finde es Hammer. Ich finde es wirklich Hammer. Ich könnte wirklich weinen. Oh, sind die schon da drüben? Ah, ich dachte, das wäre mit Ladebildschirm. Okay. Besen und Kristalle kaufen, Zauberstäbe, Folianten und Begleiter kaufen. Kann man hier noch was machen? Die Tür sieht irgendwie so einladend aus. Nein, da kann man nichts machen. Da kann man noch was machen. Zaubertrank, Zutaten kaufen, da kann man nichts machen. Und da auch nichts. Ich will alles kaufen. Ich werde sowas von cheaten. Oh mein Gott. Ist das ein Geist? Ja, es ist ein Geist. Oh mein Gott, die Zauberer sind alle... Ach, die Verkäufer sind alles Geister. Sorry, dass ich übrigens oft oh mein Gott sage, aber ich bin wirklich... Ich bin so überrascht, ich habe nicht damit gerechnet, dass mir das alles so gut gefallen wird. Was ist das da unten? Antiker Holzstab,
Begleiter Orb der Fee. Aufgrund ihrer reinen Energie ist es nahezu unmöglich, die wahre Form einer Fee unter ihren Flügeln aus. Ah, okay. Das ist dann eine Fee, das ist eine Eule, ein Rabe, Folianten, Knochenstab. Oh mein Gott, ist das etwa Voldemorts Zauberstab? Zauberstab der astralen Schöpfung, aus Mondstein gefertigt und von astralen Dämpfern durchdrungen. Dieser Zauberstab besitzt die Kraft von einer Million Galaxien. Da ich finde, dass Cecilia so ein bisschen was mit Mond und Astronomie und so zu tun hat, werde ich ihr jetzt diesen Zauberstab kaufen. Und oh Leute, ich bin viel zu aufgeregt. Und dann werden wir für Eddie nämlich hier auch noch einen Begleiter kaufen. Das machen wir aber jetzt gleich. Und dann gehen wir nochmal hier rüber zu Besen und Kristalle. Und dann gucken wir mal unseren Zauberstab. Oh mein Gott, wir können dem Zauberstab einen Namen geben. Immer Zauberstäbe verwenden. Bei diesem Schalter legst du fest, ob dein Sim automatisch seinen Lieblingsstab benutzt oder nicht. Das ist so brillant. Ich finde das sowas von super cool, dass die sich entscheiden können, ob die quasi mit den Händen zaubern oder eben Zauberstab nutzen. Großartig. Als Lieblingsstab von Zauberstab der Astral, ne? Also, ja, dann können wir den Namen geben. Wow. Okay, ich möchte auf jeden Fall, dass die immer mit Zauberstab zaubert. Was ist das denn hier? Glimmerstein? Oh. Oh, und damit können wir dann immer ins Reich der Magie reisen. Oh, okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, Leute. Wow. Ich bin voll hin und weg. Okay, warte mal. Wir geben dem Namen, den Zauberstab einen Namen. Wir nennen ihn Elderstab, okay? Weil wir sind so einfallsreich. Deswegen nennen wir ihn Elderstab. Oh, wow. Wir können einen Diamant kaufen. Klassischer Holzbesen. Heißt das, es gibt jetzt auch neue Kristalle oder sind das alte? Auf jeden Fall gibt es einen klassischen Holzbesen und einen magischen Mob. Mann, ich dachte, es gibt ein paar coole Besen, so wie der von, wie heißt die denn nochmal bei Bibi Blocksberg? Die Arcadia oder so, die diesen krassen Besen hat. Aber ich würde sagen, wir nehmen, oh nein, der ist ja voll teuer. Dann nehmen wir den magischen Mob, oder? Ja, komm, wir nehmen den magischen Mob. Können uns halt nicht mehr erlauben. Und was gab es hier nochmal? Zaubertrankzutaten, okay. Vielen Dank für deinen Einkauf bei Besenkrimskrams und mehr. Schau morgen wieder vorbei, da sich unsere Tagesangebote ständig ändern. Ah, okay. Das ist ja gut zu wissen. War das bei dem anderen auch so? Ja, das war's, da war es genauso. Das heißt, es gibt jeden Tag andere Angebote. Dann kaufe ich Eddie jetzt nämlich auch noch keinen Begleiter, weil ich nämlich möchte, dass er irgendwie so einen kleinen Drachen hat oder so. Oh, habt ihr gesehen? Da kam der Begleiter. Wie cool ist das denn? Genau, das wird dann in der Miniseries passieren, wenn ihr das dann sehen wollt. So, und jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal eine Runde fliegen, oder? Können wir das tun? Magie. Niebesen. Okay, wie geht das? Wie tue ich das, dass ich den Besen verwende? I don't know. Also wir haben jetzt auf jeden Fall gedrückt, dass wir den immer verwenden. Aber, okay, wir werden ihn jetzt halt auch noch Feuerblitz nennen, weil wir sind so geil. Feuerblitz! Okay. Gut, Nina. Ich möchte jetzt mal sehen, wie sie mit ihrem Zauberstab übt. Deswegen macht sie das jetzt mal, bitte. Für mich. Tu es. Cecilia, du bist so großartig. Du bist so großartig. I love you. Wow. Die stehen halt auch einfach exakt so wie bei Harry Potter, ne? Das finde ich so großartig. Und guckt mal diese Szenerie an. Guckt euch das an, wie das da aussieht. Und Cecilia hat einen neuen Zauber entdeckt. Blitzblank. Oh, und Cosmo findet das wieder ganz toll. Um jetzt hier zum Beispiel den Meilenstein zu erreichen, müssten wir Magier Rang 2 erreichen. Gehilfin. Werde Gehilfin, indem du Magie übst oder wirkst, Tränke brauchst und trinkst oder Duelle bestreitest, um im Rang aufzusteigen. Okay, das heißt, wahrscheinlich, wo sehe ich das denn, was ich für einen Rang bin? Ist das hier unten? Du kannst jetzt nicht nur Magie üben, sondern auch erfahrenere, freundlichere Magier bitten, dich in der Magie zu unterrichten. Sammle Wissen, indem du Zaubertränke herstellst, Zauber wirkst und Magie studierst. Okay, Magiervorteile. Oh, das ist das gleiche Prinzip wie bei den Vampiren, nicht wahr? Wow. Das ist ja cool. Und dann können wir was hier machen. Wissen ist Magie. Aus der Neuheit, aha. Fixen nichts, werden schneller zureitet, entladen. Aha. Sehr, sehr cool. Und wir sind jetzt Neuling. Gehilfen gibt es dann. Eingeweihte, Meisterin
und Virtuosin. Ich möchte euch jetzt auch nicht alles zeigen, weil, oh mein Gott, das sieht doch von hinten so cool aus. Weil ich euch natürlich auch noch ein bisschen den Freiraum lassen möchte, dass ihr das auch erkunden könnt. Und vor allem, wenn ihr es dann als Miniseries sehen wollt, dann können wir das dann ja immer noch alles erkunden. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich werde diese Preview dann hier jetzt beenden. Wie gesagt, das Spiel, das Pack hat wahrscheinlich noch einiges mehr zu bieten. Man kann sich ja auch duellieren und so, das habe ich jetzt noch gar nicht getestet. Wie gesagt, ich bin völlig hin und weg, ich bin völlig geflasht. Ich hätte niemals erwartet, dass mir dieses Pack so gut gefallen wird. Ihr merkt das wahrscheinlich auch, dass ich, glaube ich, noch nie so gut über einen Pack gesprochen habe, soweit ich mich erinnern kann. Also zum Beispiel Inselleben hat mir auch schon richtig gut gefallen. Aber das ist hier nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Level. Das ist einfach, ich finde es so gut durchdacht und mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Und ich hatte wirklich so Bedenken, weil die jetzt so viele Erweiterungspacks und Accessoire-Packs angekündigt haben und rausgeschossen haben, sodass ich mir wirklich dachte, oh mein Gott, ob die das jetzt verkacken werden. Aber haben sie überhaupt gar nicht. Also wirklich, ich bin völlig hin und weg. Mir gefällt es super, super, super gut. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich glaube, am 10. September kommt es raus. Dann könnt ihr euch das auch kaufen. Und ja, auch nochmal vielen Dank an EA, dass ich diese Erfahrung heute schon so sammeln durfte. Weil ich bin wirklich, ja, sprachlos fast. Wirklich fast sprachlos. Und dieses Pack bietet so viel Gameplay, was ich mir so gut vorstellen kann, womit man so ein kleines Let's Play machen kann. Deswegen, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen möchtet, dass wir so ein kleines Magier-Let's Play machen. Die anderen werden natürlich weiterhin auch kommen, keine Sorge, aber das wäre dann eine ganz gute Sache für, wenn ich im Urlaub bin. Und ja, genau. Ich hoffe auch, dass euch diese kleine Preview hier gefallen hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das was für euch ist, ob ihr euch das holen werdet oder ob ihr euch so denkt, nee, ich warte lieber wieder auf das nächste Pack. Ich kann es euch, wie gesagt, nur empfehlen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Ich disappariere mal eben. Tschüss.